gerade am Überlegen, ob ich nicht einfach mal meine Seelen hole und abhauen kann. Das geht, oder? Oh. Ich glaube schon. Weil wir könnten uns ja auch noch verbessern mit dem Zeug, ne, bevor wir da hingehen. Zum Beispiel. Das wäre eine von den ganzen Möglichkeiten. Achso, das hatten wir ja gelesen. Gut, okay. Ich dachte gerade, was können wir da untersuchen? Ich glaube, man muss hier einfach in diesem Spiel auch aggressiver spielen. Ja, toll. Ah! Na, toll. Nein! Ich hatte noch einen dieser Combo geparried und dann hat er mich dann... Ah, gestrult, ey. Weggestrult, die Sau. Die ist aber nicht ohne, ey. Ohne Witze. Die ist nicht ohne. Ich versuch's aber trotzdem jetzt nochmal. Ich will sie besiegen. Ah! Ja, super. Hat wieder eine Attacke. Ach, Mann! Hat sie sich natürlich komplett geheilt, weil sie nur noch ausgerastet ist. Cool, sie springt in die andere Richtung und trifft sich dann hier. Ja, und ich habe wieder den Trank nicht genommen. Auch so eine Geschichte mit diesem Trank nicht nehmen. Ich glaube, ich weiß aber nicht, für wie viele Level-Ups reicht denn das, diese 3000 DP, gerade mal für zwei oder so. Gut, es könnte sein, dass dann die Skills nochmal was machen. Aber vielleicht machen wir es doch auf diese Art und probieren es dann trotzdem nochmal. Und nochmal die Scheiße hier. Oder warte mal, ich versuche es jetzt einfach mal abgeklärt, ohne viel zu viel Risiko einzugehen. Auch gar nicht mit Parries versuchen, sondern einfach nur draufhauen, wenn es... Oh, ja, 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 okay. Wenn es zulässt. Boah, jetzt hör doch auf zu werfen. Das geht mal nicht ab. Das wollte ich zu viel. Ich bin noch nicht so. Man muss halt sagen, auch die Steuerung. Ich bin noch nicht so mit der Steuerung vertraut. Dann drücke ich dann mal die falschen Knöpfe in dem falschen Moment. Gerade wenn es eigentlich gut aussieht. Oh, das wäre aber sowas von klar gegangen, das hier. Der Kampf war eigentlich saugut und dann am Ende, als ich wieder die Federnattacke hätte eigentlich machen müssen, da habe ich es gefehlt. Oh! Lass mich an meine Seelen. Fräulein Schnürschuh. So, jetzt können wir fighten. Jetzt sind wir im Gespräch. Immer
immer wieder diese Klauen zwischendurch reinmachen. Oh, verdammt. Ich wollte mich gerade heilen. Alter, hört doch mal auf mit der Scheißschießerei hier. Ey, ich habe mich gar nicht geheilt. Oder habe ich so viel Life verloren, gerade durch die Scheiße hier? Weil sie sich zwischendurch wieder heilen konnte. Ich will die besiegen. Meine letzte Aufgabe für heute. Dann bin ich zufrieden. Meine Fresse. Die ist aber auch wirklich... gerade bin ich nass geschwitzt hier. Das ist ja wieder ein Sekiro-Feeling, ey. Da warst du auch nach den Kämpfen nass geschwitzt. Wenn die trifft, dann gleich richtig, ne? Aber ich werde immer besser. Es ist halt wirklich hier das Ziel, ist, aggressiv zu kämpfen. Und zu gucken, dass sie ihre grüne Energie nicht mehr auffüllen kann. Das kann ich mit den Federn auch unterbinden. Hab ich's aber, oder? Ja! Hässlicher. Nochmal ein Alchemie-Verstärker. Fliegende Dolche. Yeah. Boah, ich bin das geschwitzt. Ey, mir läuft die Brühe in die Schnauze. Ist aber auch heiß hier. Und ich habe den Ventilator ausgestellt und habe das Fenster zugemacht, dass man den Verkehr nicht draußen hört. Das ist Opfergabe für euch. Und auch für diesen Kampf und diese Opfergabe würde ich mich natürlich sehr über ein Like freuen. Geht mir auch noch die Stimme weg. Ich bin gar nicht mehr gewohnt. Zuletzt bei den Achter geht es auch noch runter. Guck mal da. Oh je, ich will eigentlich gar nicht mehr weiter. Wir haben. Warte mal. Also, da kann man ja her, genau. Oh, ich bin total verwirrt. So, jetzt geht's los. Stufenaufstieg. Stärke. Achso, das war schon mit zwei Leveln. Ja, okay. Wollen wir uns drüber freuen? Ne, warte mal. Ich kann noch einen machen. Ach so, ja, ja, umgekehrt. Seuche. Die Seucheklaue ist auf jeden Fall gut. Das gibt erstmal Energie und Klauenschaden. Das mit der Vitalität bin ich momentan eigentlich, ja, gibt nicht so viel dazu, ne? Das ist die Sache. So, wir sollten vielleicht nochmal hier einen Punkt direkt nach Ausweichen schlitzen. Erhöht den Schädel. Nee, warte mal, ich will hier parieren. Werden wird die feindliche Konterangriffleiste reduziert. Ja, genau. Weil das Parryen, das ist doch schon wichtig. Die Paradedauer wird erhöht. Nee, erhöht den Parierschaden. Feindliche kritische Angriffe können pariert werden. Corvus wird allerdings zurückgeworfen und verliert einen Stapel. Ah, okay, nee, was war denn hier? Nee, hier ist das gar nicht. Wo war denn das? Habe ich das nicht irgendwo gelesen? Dass man, quasi durchs Parieren ihre Attacke unterbricht. Hm. Erfolgreichen Ausweichen feindlicher Angriffe erhält so ein Stapel Offensivbuff. Das wäre jetzt auch mal sowas, was mich schon mal reizen würde. Hm. Oder diesen Sprung da, ne? Weil der wäre ja auch nicht schlecht, wenn du dann eine Reichweite überbrückst. Wäre sicherlich nicht falsch. Oh, schwere Entscheidung. Vielleicht sollten wir aber auch noch mal ein bisschen auf die Klaue gehen, weil die ist nämlich auch richtig nice, Mann. Gerade weil dann die Regeneration der Gegner da komplett wegfällt.
fehlt und das hier Kurzklaue, ne, das ist auch nicht schlecht, die Kurzklaue, und das hier ist die Langklaue Stufe 2. Achso, wir können beide Wege sogar gehen, also wir müssen hier nicht entscheiden, wir können beide gehen, sehe ich gerade so, weil das sind zwei verschiedene Attacken. Scheint zumindest mal so zu sein. Warum, ja, dann ist dann nur so unterbrochen aus Platzgründen. Wenn Corvus mit Klauenangriff Schaden verursacht, wird eine größere Menge Energie. Drücke im Sprung R2, um einen Kleidklauenangriff zu vollführen. Die Kleidklaue verursacht hohen Schaden bei feindlichen Wunden. Oh, und das mit dem Sprung natürlich kombiniert, wäre natürlich auch nice. Aber auch die Feder ist nice. Ah, mit der Feder war das, glaube ich, dass man eine Attacke, ne? Hält so ein Stapel des... Wenn... Ein kritischer Angriff erfolgreich. Erhöht die maximale Anzahl auf Federn auf 5. Ja, jetzt ist. Es wird eine geringe Menge Energie regeneriert. Oh, es ist so krass. Ich weiß nicht. Ah, zweiter Platz für Seuchenwaffen. Warte mal, das könnte man jetzt mal freischalten. Das ist, glaube ich, nicht schlecht. Verbrauche Gesundheit statt Energie, wenn Corvus nicht genügend Energie zur Verfügung hat. Oh, okay. Bis feindliche, erhöht die Zeit, bis feindliche Wunden verheilen. Ich glaube, so Statussachen, die sind erstmal richtig gut, diese passiven Dinger. Von denen profitieren wir auf jeden Fall. Dann holen wir hier nochmal Seuchenwaffen und schalten mal frei den fliegenden Dolch. Genau. Und den Dolch. Die Faust. Ne, die Faust ist es, nicht den Dolch. Okay. Und da können wir jetzt... Ne, noch nichts. Können wir hier noch irgendwas machen? Ne, da brauchen wir auch... Drei Stück dafür. Drei weitere, um das nochmal zu verbessern. Und da haben wir auch keine weiteren mehr bekommen, ne? Ne, da fehlen uns auch noch zwei. Okay. Welche rüsten wir aus? Das ist jetzt die Frage. Solche 3 von 10. Fliegender Dolch verursacht zusätzlich 1 Grundschaden. Kann feindliche Superrüstung durchbrechen bei einer Stärke von 10. Die haben wir ja noch nicht. Und hier die Vitalität auch nicht. Aber vielleicht... Ja, das hier ist eigentlich geil, ne? Ich glaube, die rüsten wir mal aus, als solchen Waffe 2 ausrüsten. Genau. Okay. Probieren wir das mal mit der. Und jetzt kümmern wir uns noch um die Tränke. Und da machen wir den Trank aufwerten. Da machen wir jetzt auf jeden Fall einen Zutatenplatz, weil wir haben ja eine Zutat. Ja. Und dann die Gesundheitsregeneration, die Menge, wäre auch nicht schlecht. Selbst mit 300 würden wir uns nicht komplett heilen. Also hauen wir uns jetzt mal lieber das rein, dass wir mehr Gesundheit zurückbekommen. So, und jetzt müssen wir irgendwie gucken, wie wir Trank herstellen, genau. Jetzt können wir hier Fenchel reinmachen. Dient der Entgiftung des Körpers, wirkt appetitanregend und fördert sowohl Blutzuckerlastition als auch Verdauungssystem. Gesundheitsregeneration plus 46. Das ist doch nice. Dann macht es den Trank nochmal stärker. So, jetzt muss ich nur gucken. Energiezähigkeit und Stärke. Oh ja, da gibt es mehrere Sachen. So. Wie kann ich den Trank jetzt herstellen? Trank herstellen. Achso, nee, habe ich ja. Gut, jetzt ist der so, wie er ist. Sehr schön. Spiel fortsetzen. Gehen wir nochmal gerade kurz... Was ist denn das hier? Oh, das können wir aufmachen. Oh. Ah, okay. Sind wir hier bei diesem... Das ist das Arschloch, das wir die ganze Zeit schon nicht besiegt hatten, ne? Nein! Dass er sich hier noch heilt. Das darf nur ich. Komm schon, ey. Boah. Nein! Nein! Er hat seine Attacke in meine Attacke gemacht. Alter. Ey, dieser Typ, der ist ja noch schlimmer als die alte, ey. Ich krieg gar keinen Damage bei dem bei. Heiliger Bimbam. Aber das ist dort, wo wir eben auch gefehlt sind, ne? Da haben wir jetzt quasi einen Shortcut. Dadurch, dass wir erstmal vorbeigelaufen sind, war das eigentlich gar nicht mal so schlecht.
shit. Hab ihn doch mit der Feder noch erwischt, oder? Jetzt habe ich ihn auch mit der Feder erwischt. Hey, bleib hier! Scheiße! Da unten auf engstem Raum gegen ihn zu kämpfen, ist natürlich auch so geil. Jawohl, aber wir haben ihn. Und wir haben einen Schlüssel zum geheimen Raum des Marktes! Oh! 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 Also der war nicht ohne. Und ein Alchemieverstärker nochmal. Nice. Wir sind unser Trank ja schon gut am... Oh, wo kommst du her? Alter! Unser Trank ja schon gut am Aufrüsten. Und da müsste ja noch die andere Olle rumlaufen, die wir besiegt haben. Nicht besiegt hatten, genau. So rum. Ja, und darunter sind wir ja gesprungen, oder? Genau. Ah, da ist er. Da ist er, wenn man vom Teufel redet. Ah, das war ein schöner Parry, wie man sieht. Hat das direkt richtig reingezwirbelt. Nein! Das auch. Okay. Messer. Fähigkeitspunkte, sehr schön. So können wir das, glaube ich, tatsächlich absorbieren. Scheiße, jetzt habe ich sie komplett kaputt geschlagen. Wo kommen wir denn hier hin? Wo kommen wir denn da hin, Mann? Da ist noch so. Der. No, oh, nee. Bitte nicht. Aber das ist, glaube ich, ein normaler Lanzenmann. Der ist nicht so krass wie der andere, den wir gerade besiegt haben. Naja, sie ist auch schon gleich an dem. Also, ja, der ist auch nicht. Ja, der ist auch nicht ohne. Aber nicht so krass wie der andere. Das war jetzt auch dumm gespielt von mir. Das war jetzt echt dumm gespielt. Der andere war schon krass. Das hat man auch gemerkt, der hat einen Alchemieverstärker gegeben. Ich glaube, der hier gibt keinen. Also, was heißt, ich glaube, ich bin mir ziemlich sicher, dass der keinen gibt. Um nicht zu sagen, absolut sicher. So, jetzt ist halt die große Frage, der dürfte auch nicht mehr kommen normalerweise. Ne, der kommt auch nicht mehr. Da haben wir die Messertante. So viel dazu. So, und da ist er wieder, der Typ, der uns erledigt hat. Scheiße, ich habe ihn nicht gefokust bekommen. Oh, tschüss. Lol, war der tot sogar? Hm? Nee, da unten steht er wieder mit fast voller Energie. Aber hier ist auch nichts mehr weiter, ne? Weil da hinten auf der anderen Seite... Da liegt da hinten ein Gegner. Da oben würde es irgendwie noch weitergehen, aber naja, auch nicht so richtig, ne? Ich glaube, das war's hier. Mit 1800 müssten wir eigentlich nochmal ein Level up haben. Und dann natürlich auch nochmal einen Talentpunkt, der damit verbunden ist. Mich würde es ja schon reizen. Ich kann jetzt ja auch nicht so richtig aufhören, wie ihr vielleicht merkt. Aber mich würde es schon reizen, jetzt nochmal da oben... Ah! ...weiterzugehen. Aber hier können wir uns noch... Ja. Ah, jetzt hat er schon wieder nicht... Hat er schon wieder nicht, abgebrochen, das Rollen.
So, wir haben auf jeden Fall den Schlüssel zum geheimen Markt. Da wäre es ja auch mal noch interessant hinzugehen, ne? Stufenaufstieg. Wir könnten nochmal machen. Komm, wir bleiben mal Stärke. Versuchen mal die 10 zu bekommen, dass wir die Boni so bekommen. Das wäre so das nächste, was mich eigentlich richtig interessiert. Und jetzt würde ich tatsächlich schon mal beim Ausweichen den Sprung hier auch freischalten. Dann wird wir da auch dran anknüpfen können. Ich weiß nicht, können wir auch so springen? Nee, das geht nicht, nur wenn ein Gegner fokussiert ist. Haben wir hier einen Bossfight oder? Wir fahren hier ständig auf. Oh je. Willkommen, Leute, zum ersten richtigen Boss, glaube ich. Das muss so sein. Fliegen Tarotkarten oder was? Ach du Shit. Odur, Sturmangriff. Leuchtet vor einem feindlichen Angriff ein rotes Licht auf, führt er einen Sturmangriff aus, den du nicht parieren, unterbrechen oder dem du nicht ausweichen kannst. Stattdessen muss Corvus den Wirkungsbereich des Sturmangriffs verlassen, okay? Hat der 3 Lebensleisten? Ist das richtig? Mit die. Alter, wie soll man den schaffen denn bitte? Wie soll man den denn bitte schaffen, wenn der wirklich 3 Lebensleisten hat, ey? Wenn der das wirklich hat, wie soll man den denn schaffen? Ich glaube, wir sind zu früh dort. Aber da haben wir jetzt das erste Mal schon mal einen Boss gesehen. Und an dieser Stelle würde ich dann halt auch einfach sagen, kann man hier Emotes machen? Nee, ne? Nee, das geht nicht. An dieser Stelle würde ich dann einfach mal sagen, vielen Dank fürs Zuschauen, liebe Freunde. Das ist auf jeden Fall geil und sehr anspruchsvoll und boah, ich bin gespannt, ey, wie es da weitergeht. Ich werde auch sicherlich ein eigenes Spiel machen, aber zuerst werde ich jetzt mal gleich ein bisschen schneiden. Wir haben ja schon eine stattliche Uhrzeit und ja, dann hoffentlich hat es euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann würde ich mich über ein Like oder einen Kommentar oder beides natürlich sehr freuen. Wenn es etwas zu verbessern gibt von meiner Seite her, dann könnt ihr das auch gerne in die Kommentare schreiben und mir Hinweise geben, wo man hier noch ein bisschen die Stellschrauben hochmachen kann. Und ansonsten wünsche ich euch den schönsten aller Tage und hoffentlich bis zum nächsten Mal mit eurem SpookyVF und Demesia, Dr. Corvus, Pestdoktor. Bye, bye, bye.